Ja, hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer von Garten Productions, zu diesem Video. Ein Experiment werde ich durchführen. Und zwar werde ich die guten alten, schon seit Jahren vergessenen Kindertage noch einmal aufleben lassen und werde mich an dem Experiment versuchen, Urzeitkrebse zu züchten. Die einen oder anderen kennen das vielleicht aus dem damaligen Yps-Magazin, was ja jetzt neu wieder aufgelegt wurde. Und ja, ich habe es sowohl mit den Eiern aus dem Yps-Heft probiert, was gelungen ist, was ich aber nicht aufgezeichnet habe, als auch mit einem speziellen Aufzuchtset. Das habe ich mir geordert und dachte, daraus machst du jetzt mal eine Videoreihe. Alles, was wir dazu benötigen, zeige ich euch an dieser Stelle. Als erstes natürlich eine Lupe. Die brauche ich, um natürlich genau zu gucken, was da los ist und so weiter und so fort. Weil die sind ja doch recht kleine Tierchen. Dann brauchen wir, beziehungsweise ich, etwas zum Umrühren. Und zwar eine Plastikgabel nehme ich dazu. Nein, das ist nicht gleich, um die Dinger zu essen, sondern um das wirklich in Ruhe da umrühren zu können. Löffel und so, da ist mir da nichts. Ist ja auch metallisch und so weiter und so fort. Und durch meine Gedankenkraft biegen die sich dann vielleicht noch da drin. Dann kriege ich den Löffel quasi nicht mal mehr aus diesem Glas raus. Das wäre ja fürchterlich. Dann nutze ich noch einen Strohhalm. Auch diesen nutze ich, um umzurühren und etwas Luft zuzuführen. Genauso benutze ich dann noch einen Stift und einen Zettel, wo ich genau drauf notiere, was wann geschehen ist. Und eine Pipette. Auch die brauche ich. Ihr seht, die ist schon, ja, im Betrieb noch ein bisschen Wasser drin. So, dann kommen wir noch zum Aufzuchtset. So sah das aus. Da haben wir jetzt noch drin, muss man sagen. Also ich habe das Zeug schon angesetzt jetzt. Wir haben da jetzt noch drin Algenfutter, 3 Gramm für Urzeitkrebse ab dem 11. Tag. Nur eine Messerspitze steht da oben. Wäre auf jeden Fall gespannt, ob wir bis zum 11. Tag mit den Jungs kommen und Mädels. Weiß gar nicht, ob die ja, werden schon so geschlechtlich sein. Dann hier war das alles drin gewesen. Und dann haben wir hier noch 1 Milliliter Liquizell. Das ist flüssiges Algenfutter, ebenfalls für das ja, Ernährungswirksamsein, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Und dann brauchen wir natürlich noch die Urzeitkrebse selber. Ich habe die hier schon reingemacht. Die Eier, die fliegen jetzt hier quasi noch drin rum. Nein, das ist nicht die Urne vom Undertaker. Oh, the spirit of the Undertaker. Undertaker. Masterpiece, Undertaker. Nein, das sind meine Urzeitkrebse, Ladies and Gentlemen. Das sind meine Urzeitkrebse. Ja, lassen wir den Insider an dieser Stelle mal raus. Also ich habe die Jungs gerade angesetzt und bin dann auf jeden Fall gespannt, ob ich das mit der Kamera alles aufnehmen kann, wie das funktionieren wird. Ich zeige euch das Experiment wirklich Stück für Stück. Also nicht, wie ich das jetzt alles mache, aber so wie sie sich eben entwickeln, werde regelmäßig einen Blick drauf werfen, eben mit dieser Lupe. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie weit wir die Jungs kriegen und Mädels. Ich sage immer nur Jungs. Also viel Spaß mit diesem Video. Für Kinder natürlich bestens geeignet das Ganze. Wobei ich jetzt nochmal sagen muss, das ist natürlich kein Spielzeug. Also schenken und dann darum quälen, das muss nicht sein. Sondern man sollte sich doch schon darum kümmern. Und vielleicht erschließt uns ja auch der Sinn dieser ganzen Sache. Weil die Jungs und Mädels, die ja schwimmen ja jetzt quasi in diesem Glas dann rum, wenn sie schlüpfen. Und man fragt sich jetzt so, wo ist denn deren Sinn des Lebens? Ist ja eine interessante Sache. Ich als Mensch, der das Ganze hier unter Kontrolle hat, kann natürlich nur sagen, hey, ihr kommt ins große Aquarium oder bleibt in diesem Gurkenglas drin. Und die haben ja keine andere Aufgabe eigentlich, als da drin rumzuschwimmen. Also sehr interessante Sache. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr von der ganzen Thematik haltet, ob ihr schon mal Urzeitkrebse gezüchtet habt, wie groß die geworden sind, wie alt die geworden sind und vor allen Dingen, ja, könnt ihr auch mal den Sinn des Lebens begründen. Nicht nur euren eigenen, sondern auch von den Urzeitkrebsen. Legen wir also los mit Cook und die Urzeitkrebse. Viel Spaß! So, werte Zuschauer, ich habe es nochmal versucht, Urzeitkrebse zu züchten. Und ich hoffe, man erkennt das auf der Kamera, dass sie in der Tat so langsam werden. Da zappelt es doch schon ordentlich drin rum. Ist eine coole Sache. Ich bin gespannt, wie groß die werden. Das sind in der Tat Urzeitkrebse. Ja doch, ich denke doch, das erkennt man ganz gut. Können wir den Kollegen hier einfangen.
Und teilweise sind die ja schon richtig groß. So, hier auf dem Boden, da tummeln sie sich auch schon richtig. Jetzt ist Tag Nummer 3 angebrochen und hier unten geht's ordentlich weiter. Da ist ja richtig Bambule, das ist ja Wahnsinn. Jetzt habe ich übrigens auch die Fütterung begonnen mit dem flüssigen Algenfutter. Und ich würde fast behaupten, dass hier wirklich jedes Ei geschlüpft ist. Eierweia, Leute, Tag 4 ist angebrochen und es kommt, wie es kommen musste. Die Urzeitkrebse sind tot. Es könnten hunderte gewesen sein. Und jetzt ist natürlich die Stimmung erstmal bedrückt und vor allen Dingen frage ich mich jetzt natürlich auch, woran hat das gelegen? Also heute früh bin ich auf Arbeit gefahren und da haben die noch rumgetanzt ohne Ende und jetzt ist hier nichts mehr, hat sich alles ausgelebt. Zwei Möglichkeiten gibt es jetzt. Und zwar erstens Temperaturschwankung. Ich habe hier den Raum über Nacht gelüftet und hier waren knapp 17 Grad dann drin. Ich denke aber nicht, dass das so schnell runterkühlt. Also das schließe ich fast aus, zumal es eben früh, wo ich auf Arbeit gefahren bin, da ist in einen anderen Raum gestellt. Da waren knapp 21 Grad drin. Erstmal, um wieder die Temperatur zu erreichen. Dass es daran gelegen haben könnte, denke ich nicht. Und Option 2 habe ich mal gegoogelt. Und zwar über Fütterung. Mir ist nämlich dummerweise das Algenfutter aufgegangen und das habe ich hier einfach reingemacht und scheinbar war das ein bisschen zu viel. Das hat wohl irgendwie die Nährstoffdichte und so weiter, die Sauerstoffdichte ein bisschen verstopft und ja, dann kommt es letztendlich hier auch zum Tod. Also ja, das kennt jeder. Da trauern wir jetzt natürlich hinterher um meine Urzeitkrebse, aber das Experiment, was jetzt abgebrochen scheint, das wird jetzt erst nochmal richtig gestartet. Jetzt will ich es wissen. Jetzt habe ich mir so einen richtigen Kasten gekauft. Der wird die Tage kommen. Werde ich euch hier mit Unboxing zeigen und dann werden wir es damit nochmal probieren. Also äußerst interessant und schade, schade. Ich lasse es noch eine Weile. Vielleicht gibt es ja noch welche, die hier doch nochmal schlüpfen oder ja, noch leben, die man jetzt hier nicht sieht. Also ich werde es einfach nochmal ein paar Tage hier lassen. Stört ja jetzt erstmal keinen. Und dann sehen wir uns mit dem Unboxing dann wieder und dann beginnen wir wieder von vorne. Hier sehen wir jetzt das neue Aufzugset, was ich mir besorgt habe. Bin auf jeden Fall gespannt, ob es damit jetzt funktionieren wird. Kann es ja eigentlich nur. Es ist ja genau darauf ausgelegt. Ich werde genau nach Anleitung gehen. Da kann es ja eigentlich wirklich nur funktionieren. Hoffe ich zumindest. Hier haben wir nochmal einen neuen Spezialbehälter dabei oder eben auch ein Schnapsglas. Ja, bin auf jeden Fall gespannt. So, nun haben wir also das Spezialset, das Aufzugset hier in Gebrauch und ich muss sagen, das enttäuscht auf ganz hohem Niveau. Also das ist jetzt schon der dritte Tag und ich habe jetzt ja, die ersten Urzeitkrebse hier gesehen. Also drei habe ich im Moment gezählt. Ansonsten, also wir haben hier wirklich alles genau nach Anleitung gemacht. Und die ganzen Eier, die sind hier alle nicht geschlüpft, bis auf die paar. Also das ist echt richtig schwach. Oh, vier sehe ich jetzt. Werden wir mal abwarten, ob sich da noch was tut. Kann ich jedenfalls nicht empfehlen, das Set. Sind jetzt also drei Tage in diesem Wasser und ja, werden wir bald anfangen zu füttern. Werden wir mal diesmal mehr drauf achten, dass wir da nicht zu viel reinmachen. Da versucht sogar noch einer die Schale loszuwerden. Weiter geht's mit unserem Experiment. Und ihr seht, ich habe jetzt doch ein paar Gläser mehr gewählt, denn die Möglichkeit hier über den Experimentierkasten funktioniert nicht so richtig. Also man sieht zwar, ist wieder einer geschlüpft oder zwei, muss man gucken, aber im Endeffekt ja, ist es nicht das Wahre. Ich habe einfach mal noch ein paar andere Gläser gemacht mit normalem Salz. Und ja, hier sieht man, hier ist schon deutlich mehr Action drin, auch hier unten. Ich hoffe, man erkennt das. Das sind jetzt ungefähr 4 Tage nach Ansätzen dieser Sache. Und dann haben wir hier noch ein Main Event. In diesem Glas ist schon richtig großer.
Also ich finde den zumindest im Vergleich zu den anderen schon richtig groß. Mal gucken, wie lange die hier machen. Interessant, dass hier. Also man kann echt nicht sagen, woran das liegt, warum die schlüpfen oder eben auch nicht schlüpfen und warum die sterben oder eben auch nicht. Wir machen hier alles nach Anleitung und hier, wie gesagt, das Set, das man hier im Laden kaufen konnte, das spezielle Aufzuchtset, das gelingt am wenigsten. Ja, wir werden das mal weiter beobachten. Wie gesagt, hier in dem Glas ist ja auch richtig Bambule da unten. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Da, jetzt nehmen wir den großen nochmal. Der könnte jetzt schon 5 Tage ungefähr sein. Gucken wir mal, wie das weitergeht. So, ihr Zuschauerinnen und Zuschauer, und damit kommt es, wie es kommen musste. Ich muss das Experiment leider abbrechen. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz was dazu sagen. Und zwar habe ich dieses Experiment vor knapp einem halben Jahr gemacht. Könnte im November oder so gewesen sein. Und das Problem daran liegt jetzt einfach, dass ich das Ganze aufgenommen hatte, aber dann einfach keinen Bock mehr hatte darauf. Deswegen versuche ich die Geschichte nochmal ganz kurz zusammenzufassen und bringe dieses Video jetzt nur nochmal in aktueller Version, weil doch einige Leute auf Twitter mir in dieser Sache gefolgt waren. Und deshalb möchte ich der Vollständigkeit halber natürlich doch schon noch das Experiment hier veröffentlichen. Deswegen habt ihr das jetzt alles schon gesehen. Jedenfalls dieser Kasten hier, der war der größte Witz. Das Zeug hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Also da sind wirklich nur ganz wenige Urzeitkrebse geschlüpft. Und das ist natürlich ganz schlecht. Ich weiß gar nicht, was das Ding gekostet hat. Aber ja, von so einer großen Firma hat man einfach mehr erwartet. Die besten waren wirklich aus diesen Tüten, die ich da hatte. Die sind relativ schnell geschlüpft und sehr viel, also ich würde sogar sagen alle, aber das längste war wirklich nur 6 Tage und dann war da Ruhe im Glas und man weiß nicht warum, also wir haben wirklich sehr viel ausprobiert, wir haben mehrere Gläser noch täglich hier neu gestartet, groß, klein, mit Sauerstoffzufuhr, ohne, am Licht, dann nicht am Licht und wirklich die unterschiedlichsten Standorte ausprobiert. Es hat einfach nicht über 6 Tage gereicht, ich weiß nicht woran das liegt. Man könnte jetzt vielleicht vermuten, dass es eventuell sogar an der Wasserqualität hier in Deutschland liegt. Die ist im Vergleich zu anderen Ländern, muss man das sagen, sehr hoch. Das muss man wirklich sagen. Und das kann vielleicht schon wieder zu viel des Guten sein, denn diese Salzkrebschen, die sind ja, die liegen ja hauptsächlich ja, in irgendwelchen Gewässern rum, diese Eier. Und sollte die Konzentration des Salzgehaltes und so weiter stimmen, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, dann werden die einfach, dann schlüpfen die wieder. Und das Problem könnte vielleicht hier eine Rolle gespielt haben. Wir haben das Wasser versucht, mit diesen ganzen Mitteln, die da dabei waren, zu verbessern. Das war hier bei diesem Koffer nicht mal dabei gewesen. Also ja, das könnte wirklich in die Tonne kloppen. Ist natürlich nur schade, aber es war ein Experiment gewesen. Und wenn ihr mit den Urzeitkrebsen Erfahrung gemacht habt, dann könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr das so gemacht habt. Ich habe mich sogar in einem Forum angemeldet, um da Tipps zu sammeln während des Experiments. Es hat nicht sein sollen. Wir haben sogar Erde drunter gemacht einmal. Also ist mir wirklich ein Rätsel. Wir haben alles gegeben. Es hat leider nicht sein sollen. Und wir hoffen, dass Gott alle Urzeitkrebse ja, in die Arme genommen hat. Folgt den Bussern. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wollen wir es nicht zu sehr auf die lustige Schippe nehmen. Wie gesagt, das ist für Kinder geeignet, aber natürlich kein Spielzeug. Darauf solltet ihr achten. Dann habe ich schon wieder das nächste Experiment am Laufen. Weiß ich nicht, ob ich da noch was mache. Und zwar kam das neue Yggdrasil raus vor einer Woche oder 2 Wochen ungefähr. Und da ist endlich mal wieder der Ostereierbaum drin. Ich habe mir diesen ja gewünscht ohne Ende. Und hatte diesen auch als Kind schon mal gehabt. Und das habe ich natürlich auch schon wieder probiert. Das Experiment ist schon wieder im vollen Gange. Das ist der Ostereierbaum. Das ist der Samen mit dieser ganzen Erde. Ich habe noch ein bisschen Gartenerde, exklusive Garden Productions Erde mit dazu getan. Ich hoffe, dass das hier alles funktioniert. Und dann werde ich euch das vielleicht auch nochmal irgendwann kredenzen und hier in Videoform präsentieren. Das ist aber unter Vorbehalt, wie gesagt, das Urzeitkrebsexperiment. Wirklich nur jetzt nochmal veröffentlicht für all die, die auf Twitter der Sache gefolgt sind. Es ist lange her, aber ich dachte jetzt, Mensch, in der Verletzungspause, ich bin gerade ein bisschen verletzt, kann man das ja nochmal schnell aufarbeiten. Weil das Video habe ich immer so Tag für Tag geschnitten. Das Einzige, was ich jetzt noch machen musste, war eben diese Zusammenfassung hier. Und es hat halt einfach nicht funktioniert und das ist sehr schade. Ihr könnt es gerne selber mal probieren, wie gesagt, es ist nicht teuer, das könnt ihr im Internet überall finden. Und vielleicht habt ihr sogar mehr Glück. Ich erinnere mich jedenfalls, als Kind
habe ich die Original-Wurzelkrebs aus dem Yps-Heft auch gehabt. Und da war einer echt so groß gewesen und wir hatten nichts weiter gemacht an dem Glas. Wir haben es einfach nur hingestellt und ein paar Luftlöcher unten drin gehabt. Da hat nicht mal jemand umgerührt. Und vielleicht war das der Schlüssel zum Erfolg, aber auch das hatten wir, wie gesagt, probiert gehabt jetzt hier aktuell. Es sollte nicht sein. www.garten-productions.de. Ihr könnt mir gerne schriftlich, mündlich oder wie auch immer zukommen lassen, was ihr so von Urzeitkrebsen haltet, wie die bei euch geworden sind, ob ihr sowas mal ausprobieren wollen würdet und so weiter und so fort. Das müsst ihr nicht unter diesem Video machen, das könnt ihr mir auch gerne schreiben. Natürlich auch auf der offiziellen Facebook-Seite. Sowas soll es ja auch noch geben. facebook.com/gartenproductions. Und ja, dann bin ich hier heute raus. Das war's für heute. Die Internetadresse muss ich ja nochmal sagen. www.garten-productions.de. Tschüss, bis dann.